Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt werde ich mal die Matratze einfach mal reinlegen. Ich habe jetzt sämtlichen Kram mal hier rüber geholt. Da steht jetzt der Anhänger und da habe ich halt die ganzen Dachlatten mitgenommen aus meiner Garage. Den werden wir gleich auch mal darunter positionieren, denn ich will dann wieder Fixpunkte in den Anhänger machen, dass die Schrauben unten rausgucken und der dann automatisch da einrastet, wie bei dem alten auch. Quasi drunter schieben, einrasten, festschrauben und das Ganze ist jetzt auch schon zweimal mit Bootslack behandelt worden. Also das ist quasi jetzt die Endschicht an Bootslack, aber da wird noch eine Farbe drauf kommen und da könnt ihr schon gespannt sein. Die werde ich wahrscheinlich dann in meiner Garage machen, denn ich werde wahrscheinlich mit Lack arbeiten. Müssen wir schauen. Ich werde das Ganze jetzt mal einfach reinsetzen. Die Matratze ist ja zu kurz, weil der andere ja ursprünglich ein bisschen kleiner war. Den Rest hatte ich ja angestückelt. Aber das werden wir auch noch machen, denn ich habe noch irgendwo einen Rest hier, auf jeden Fall in der Garage noch ein kleines Stück und hinten. Was ich noch hinzugefügt habe, hier in den Ecken habe ich so 6 bis ja so 6 mm Sperrholz genommen, einmal so ausgeklinkt und so festgemacht, dass der Fuß halt in keiner Richtung mehr beweglich ist. Da unten haben wir noch ganz minimal Luft. Das sehen wir, glaube ich, hier. Das werde ich noch von innen halt mit Silikon oder so abdichten. Hier die Falz, die habe ich auch schon fertig geschliffen und lackiert. Im nächsten Schritt werden wir dann halt mal die Tür wieder einsetzen. Und die Fenster. Ich habe jetzt hier noch mit einer Lackdose den Rand schwarz gemacht. Ich muss hier nochmal nachschleifen. Denn das hier kommt dann das Fenster vor und diesen Rand sehen wir dann halt in Schwarz. Den wollte ich halt nicht in Holz sehen, da wir das Holz später eh nicht mehr sehen werden. Wobei mir das eigentlich auch so ziemlich gut gefällt, muss ich sagen. Aber das mit dem Schwarzen, das werden wir später noch richtig betont sehen. Deswegen habe ich das auch so bewusst gemacht. Ja, hier oben das Fach. Dann werde ich im nächsten Schritt hier noch so ein Fach hinmachen. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Das liegt einmal hier oben. Das kommt ungefähr dann so hin, natürlich noch nach oben. Genau so wollte ich das haben. Dann kommt ein Brett bis nach hinten hin und das ist meine komplette Ablage für Schlafsack etc. Also da kann wirklich ziemlich viel rein. Da hinten, das ist jetzt noch für die Belüftung, mit alles abgesaugt wird. Da werde ich wahrscheinlich wieder so ein Rohr hinmachen. Allerdings habe ich da wiederum noch was Leichteres gefunden. Werde ich euch jetzt mal zeigen. Einmal hier so ein Plastikrohr, da waren Kabelbinder drin, ungefähr 500 Stück oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist extrem leicht und das werde ich dann da reinsetzen, damit die Luft kontinuierlich halt so abgesaugt werden kann und mein Schlafsack nicht irgendwie hier drauf kommt. Das heißt, das ist ein bisschen höher. Dann hier habe ich noch das andere Stück, wobei das längere ist noch in der Garage und das werde ich dann auch hier so reinmachen. Also ich muss euch sagen, mit so einer Matratze schläft ihr wirklich wie auf Wolke 7. Und das Ganze nimmt jetzt schon wirklich Gestalt an. Ich werde mal alles so ein bisschen zurecht machen und dann mich mal reinsetzen. Da habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Dachlatten. Also hier habe ich unter anderem das ganze Material, was ich noch verbauen werde. Das ist jetzt einmal die Tischplatte, 6 mm. Dann zwei Leisten, die nach hinten gehen, die den Boden halten sollen. Die Dämpfer und ja, sämtliche Schrauben. Und ich werde den Tisch mal einfach hier drauflegen.
Ich muss auch mal gucken, wie das überhaupt jetzt von der Höhe her ist. Vielleicht habe ich die Dachlatten zu tief gemacht, keine Ahnung. Die kommen auf jeden Fall gleich da hinten dran. Also ich muss sagen, die Höhe, die ist perfekt gewählt. Hätte ich nicht gedacht. Und das auch hier mit der Matratze, mit der Kante hier, das ist so optimal. Also ich habe gedacht, die Kante würde erst stören hier, aber der Übergang ist perfekt. Also diese Scharniere zum Abschließen habe ich auch nochmal wieder bestellt, die ich in meinem Velocar verbaut habe. Und das Ganze, ja, ich muss sagen, ist schon geil. Hier der Tisch, wie gesagt, ist verstellbar. Hier wird dann halt das andere Fach hinkommen, wo ich perfekt reingreifen kann. So, ich werde hier unten noch eine Leiste, quasi die hier, einmal nochmal halbieren, 16 auf 16 und hier unten drunter machen. Dann so verschrauben und so verschrauben. Dann ist das hier hinten auch richtig stabil und ja, leicht. Und ich finde das schon cool, dieses Fach. Hier kann man wirklich genug reinstellen. Hier wird wahrscheinlich noch eine LED-Leiste reinkommen, die ich dann von hier oben bedienen kann. Ja, so Kleinigkeiten. Diese ganzen Kabel werden wir später alle nicht mehr sehen. Ich will das so richtig clean haben wie möglich. Aber das sieht ja jetzt schon echt geil aus. Schaut mal, ich habe hier so ein USB-LED-Band bei Action gekauft für 2 Euro. Das habe ich jetzt wiederum verlängert und hier einen An-Aus-Knopf dran gemacht, dass ich den per Powerbank halt immer nicht umstecken brauche, dass der halt immer eingesteckt sein kann und dass ich den halt per Knopf an- und ausmache. Und meine Idee ist jetzt,
diese ganze Kabellage hier hinter zu führen, da sowieso die Rückwand hier vorkommt und so ist auch alles schön verdeckt und ich kann hier oben alles steuern. Powerbank liegt dann hier oben drin und die werde ich dann gegebenenfalls auch da anklemmen, dass ich gucke immer, wie voll die ist, wenn das überhaupt geht mit dem Display. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch das LED-Band hier dran machen und dann das davor. So, Powerbank liegt jetzt da oben und wenn ich jetzt den Knopf drücke, müsste da hinten die Beleuchtung angehen. Ich weiß nicht, ich musste den ersten Ausgang irgendwie starten, aber jetzt müsste das funktionieren. Ja. Hier ist auch schön ausgeleuchtet, dann kann ich da drin auch meine Sachen suchen, falls ich da was verliere. Das Schöne ist, das ganze Licht, beziehungsweise der ganze Wohnwagen, der wird schon fast ausgeleuchtet. Das reicht eigentlich schon, aber ich werde noch wahrscheinlich eins, zwei LEDs einbauen. Dann wird auf jeden Fall noch der Lüfterknopf eingebaut, wahrscheinlich noch eine LED und mal schauen. So, ich werde jetzt mal die Tür wieder einbauen und als nächstes wird dann da unten der Anhänger darunter positioniert, weil ich muss den genau ja, drauf machen, damit ich die Tür dann auch noch aufbekomme, wenn der auf den Anhänger drauf sitzt. Ich werde das mal eben einbauen hier. Ja, wir gucken erstmal, ob das passt. Ich habe ja jetzt mit Bootslack rundrum versiegelt und ja, mal schauen. Ja, passt aber dicke. Werde ich eben die Scharniere hier draufschrauben. Wirklich gut. Jetzt werde ich hier die Dämpfer eben einbauen. Thank you.
Also das wäre definitiv zu weit nach vorne. Und sowieso hier in dem Bereich, weil ich auch halt das Rad montieren muss. Meine Überlegung ist jetzt, dass ich von dem 28 Zoll Fahrrad genau den Abstand nehme, weil ich sehr wahrscheinlich eh nur mit 26 fahren werde. Aber wenn ich mal angenommen das Fahrrad fahren will, beziehungsweise mit dem fahren will, kann ich halt auch das da dranhängen. Deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall weiter nach hinten, dass hier nicht die Tür schleift. Denn bei meinem ersten hatte ich ja das Problem, dass hier genau da in dem Bereich immer die Tür geschliffen hat. Das wäre so, ja, auf jeden Fall das Minimalste, was ich nach da kann. Am besten noch weiter nach da. Aber jetzt gucke ich mal wegen der Gewichtsverteilung. Ja, man merkt auf jeden Fall vorne extrem viel Last. Aber ich könnte das ja dann ausgleichen, wenn ich hinten ein paar Sachen reinlege. Aber ich werde auf jeden Fall sicherheitshalber nochmal ein Stück zurückgehen. Und ich muss natürlich jetzt beachten, dass ich halt das Rad da hinbekomme. Also werde ich kurz die Anhängerkupplung montieren, beziehungsweise das kleine Fahrrad. Und dann den Radabstand messen nach hinten, dass ich halt noch genug Platz habe. So 37 cm, vielleicht kann ich sogar 40 versuchen rauszuholen. Wobei das sieht nicht so aus. Fünf. Ich könnte noch ein Stück nach hinten, dann würde, wie gesagt, auch die Deichsellast ein bisschen weniger werden. Ich werde das mal nach hinten schieben. Ja, und hier hinten sieht das auch noch ziemlich gut aus. Ich glaube, ich werde das so lassen. Ich werde jetzt mal kurz abhängen und gucken, wie viel Deichsellast hier ist. Zur Not werden wir das auch mal kurz direkt wiegen. Also hier die Deichsellast. Ja, ist schon was. Kilo. Das ist zu viel. Ich gehe noch weiter nach hinten. Ich gehe noch was nach hinten. Ist auf jeden Fall leichter geworden. Nur noch 8,2 Kilo. Jetzt sind wir bei 45 cm und das reicht auf jeden Fall aus.
Ich werde mir das jetzt mal hier da markieren und dann die Bohrung setzen. So, diese Dachlatte, da muss ich jetzt Löcher durchschrauben. Nur ich muss hier unten gucken, dass ich, wie gesagt, nicht in diese Löcher schraube, weil dann habe ich das Loch umsonst gebohrt. Also hier unten kann ich bohren. Bei 29,5 wäre ich ungefähr da, wo der Zollstock ist. Dann würde ich genau da die Mitte nehmen. Quasi genau hier ungefähr. Und da drüben dann auch. Und dann haben wir hinten schon mal zwei Punkte, die fest sind. Und dann werden wir vorne noch zwei machen. Wie bei dem alten. Ja, perfekt. So, das sind jetzt die zwei neuen Löcher und das waren die alten. Ich werde jetzt den Wagen noch mal drauf machen und dann habe ich zwei Fixpunkte, dann kann ich problemlos durchbohren. Dann ist er auch so ausgerichtet. So, ich werde jetzt mal dieses Fenster einfach mal hier einbauen und gucken. Hier haben wir einmal das vordere Fenster.
Genau so wollte ich das haben, dass ich so einen schwarzen Rand sehe, anstatt das weiße Holz. Nur jetzt ist mir da ein bisschen Leim über die Kante gelaufen und das wollte ich eigentlich vermeiden. Also werde ich beim nächsten Fenster ein bisschen weniger Leim anwenden oder noch weiterer Außenrand, weil das finde ich einen schöneren Rand. Denn hier kommt ja noch Dings rein. Styropor und Bezug. Schön rundherum angepasst, so. Das wird schon heftig aussehen. Und so finde ich das schon viel, viel schöner, wenn das einen schwarzen Rand hat. Hier ist wieder leider Leim übergetreten. Ich hoffe, das trocknet. Das wird ja meistens transparent. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird dann hier alles halt drumherum gebaut. Quasi fast bündig gemacht. Also ich muss sagen, das sieht jetzt schon richtig brutal geil aus. Wenn hier noch das ganze Styropor reinkommt, dann wartet mal ab. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch das jetzt schon gefällt. Also ich muss sagen, das wird gefühlt zum Luxuswohnwagen.